zwischen der Badstraße und Bastianstraße in Berlin-Wedding hier. Und zwar kurz vor dem U-Bahnhof Hangstraße. Herzlich willkommen zu einem Video. Ich habe ja gesagt, ich war hier in der Nähe. Also ziehen wir auch hier ein Video durch, oder? Badstraßenbikes, Wedding. Folgt mir auf meine Reise durch Wedding. Ja, bevor das Video beginnt natürlich, herzlich willkommen natürlich zu einem neuen Video. Und ihr seid ja immer von Reise zu Reise mit dabei. Leute, die nicht aus Berlin kommen, freut das immer mehr, wenn ich immer mehr Orte zeige und immer klein, die kleinsten Ecken euch sozusagen darstelle, so wie sie sind. Ohne zu sagen, oh, hier gibt es Schießereien oder hier gibt es irgendwas. Nein. Ja. Ich habe sogar, glaube ich, einen Kollegen gerade entdeckt, den ich auch erkannt habe. Ja. Der junge Mann ist ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Wie geht's dir, Alter? Ja, mit dir. Ja. Arbeitshöhe? Ja. Arbeitshöhe? Ja. Dein Shop, oder? Unser Shop. Was macht gerade Vlog? Ja. Lauf ein bisschen rum. Hast du auch nicht verändert, Bertha, ne? Ha? Hast du auch nicht so richtig verändert? Verändert? Ja, das ist immer so wie aus. Ja, sollen wir machen, ja. So. Läuft, läuft. Ein bisschen gucken, was hier abgeht. Geil, jetzt weiß ich, wo ich mal Deals machen kann, wenn ich ein neues Handy brauche. Und tagsüber. Genau. Ich bin jetzt dein neuer Dealer. Ja, jetzt kommt jemand zu euch, ja? Alles klar. Danke, mach's gut, ja? Machst du noch Break? Nicht mehr wie früher. Keine Zeit mehr. Ist ja eine Krise, bringt nichts mehr. Mach's gut. So. Ein sehr, sehr netter Mensch, der hier arbeitet im Handy Store. Wie heißt der Handy Store? Kafkas Mobile. Der junge Mann ist Tschetschene, übrigens. Einfach nur so nebenbei gesagt. Und nur kommt voilà. Ja, ich kenne sogar noch seinen Namen, glaube ich. Ist egal, muss ich hier nicht erwähnen. Freunde, Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, wollte ich noch mal sagen, wa? Bevor das Video beginnt. Also jetzt sind wir auch schon mittendrin. Ist egal. Also, wir laufen und spazieren. Ja, Freunde, Badstraße, Pankstraße, hier ist die Hut. Was ist hier? Ein bisschen Blättchen? Dachte schon, okay. Bisschen Blättchen, bisschen dies, bisschen das. Pankstraße, Badstraße. Auch hier tausende Bauarbeiten hier, Alter, das geht so auf den Sack. Aber so ist das. Da gibt es ja auch sehr viele Läden, ne? Wo man wirklich sehr gut essen kann. Wir gehen mal ganz kurz dahin, an der Seite, um zu gucken, ob einer der krassesten Läden noch da ist, damals mit Chicken und hat mir mal damals sehr gefallen. Einer der besten Läden hier an der Ecke, können wir gleich mal gucken, ob der noch existiert. Mit Chicken, mit Spießen, mit allem drum und dran. Freunde, Wedding Vibes. Ihr seht, ich bin im Wedding hängen geblieben. Richtig Hunger drauf. Der ist sogar noch da. Der existiert. Der Laden existiert sogar noch. Guck mal hier. Hier war ich früher immer nur essen. Sehr, sehr oft. Mit Chicken, mit allem drum dran. Aber wie heißt der? Akku. Sehr, sehr oft essen hier gewesen. Hier schmeckt es wirklich sehr, sehr gut. Ja, die haben richtig krasses Essen. Arabisch. Schaut mal hier. So Kafta mit Hummus. Chicken Teller, Kebab Teller. Alles drum und dran eigentlich. War immer sehr, sehr lecker hier. Vor allem hier in dem Laden. War immer sehr, sehr lecker. Ja. Naja. Ich glaube sogar, das war hier. Ich habe das verwechselt, glaube ich. Ja, Halla. Ja, ich glaube, das war hier. Das war das Ding. Ich nehme es zurück. Das war nicht der Laden. Hallo. Ja. Ja, das war hier, glaube ich. Genau. Mit Chicken und allem drum und dran. Die Kollegen essen gerade. Ja, hey, ansonsten der tägliche Müll, so, ne? Guck mal hier, eine richtig geile Gurke hier. Bananenschale, Coca-Cola-Dose, Zigarettenpackung, Kaffeebecher. Vibes. Deswegen kommen die Leute her, weil es vibes. Es ist zwar ein bisschen dreckig, aber es vibet. Das ist so der Lifestyle hier, so, weißt du? Wenn du rumläufst, so ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen Flasche an der Ecke, scheiß drauf, so, weißt du? Das ist so der Vibe. Dann guck mal hier. Die Türen einfach offen, oder was? Direkt in der Backstraße. Das ist der Crack-Vibe von hier. Auch wenn es ein bisschen zu dunkel ist. Ja, schon dreckig, Alter. Ich bin nicht bereue es jetzt, dass ich hier die Tür angefasst habe.
Fluche, Alter, sieht aus. Fuck. Crazy shit. Zwei Teddybären draußen, was geht denn da? Die sich gegenseitig weghauen, oder was? Na, 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 na. Alter, was ist das für eine Fassade? Schaut euch das an. Shit. Es gab krassere Flure, aber der haut auch schon Sachen weg. Guckt mal hier. Die Mülleimer hier im Wedding, wie sie aussehen, die Papierkörbe. Heftig. Wir gehen lieber wieder raus. Man weiß ja nie, was uns so einer erwartet. Tür wird um 20 Uhr schließen, steht drauf. Komm, wir gehen ja weiter. Wir waren ja noch gar nicht richtig weit gekommen heute. Ja, von da aus. Von daher. Checken wir an den anderen Ecken auch noch mal ein paar Sachen ab. Fleischerei hier an der Ecke. Das da hinten sieht auch sehr interessant aus mit den Tags auf der Wand. Oh shit, was hat er überfahren? Das ist sogar eine Sie gewesen. Ja, der alltägliche Müll so an sich sonst. Ja, es ist einfach eine Gegend, die ein bisschen dreckiger ist. Aber zwischen dem ganzen Müll, würde ich sagen, gibt es schon ein bisschen Stress hier mit den Autos, weil die Traffic sehr hoch ist. Aber Wedding hat auch schöne Seiten, zum Beispiel die Blumen hier. Die Blumen wachsen, der Frühling kommt, auch wenn das ein bisschen dreckig hier aussieht. Egal, wir sind hier alle irgendwo Menschen. Eine Kirche sehe ich hier gerade gegenüber. Ich weiß nicht, mich faszinieren immer diese Kirchen, ich weiß nicht warum, es zieht mich immer da rein. Schaut euch mal so eine alte Kirche an, so eine alte, sehr super alte Kirche. Nochmals, ihr werdet immer Kirchen sehen, Tags werdet ihr sehen in Berlin. Das ist so das, was mich anmacht so. Das ist das, was auch Berlin ausmacht. Was geht denn hier ab, Diggi? Einfach reingeklebt oder was? Was ist das denn, Digga? Heftig. Boah, die Tags hören nicht auf. Geil. Was ist das denn für ein Loch, Freunde? Shit, Bro, wir gehen besser nicht. Gehen besser nicht dahin. Ja? Die Ecken sind auf jeden Fall Vibes. Sind auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall weniger Vibes hier. Guck mal hier. Du wohnst hier, Auto, Parken, dies, das und dann so Tags an der Wand. Die Wand hat auch schon viel, viel geilere Zeiten erlebt, wahrscheinlich. Boah, was ist das für ein Gebäude, Digga? What the heck is going on, Bro? Da hängt sogar noch was und Strom, Dings oder was? Seht ihr das? Alter, Wedding hat auf jeden Fall seinen eigenen Vibe. Heftig. Überall ist immer irgendwas auf den Boden gelassen, geworfen. Irgendwo vielleicht mal ein Einkaufswagen mit einer Wodka drin. Was vorher auch da wahrscheinlich konsumiert wurde hier vorne. Davor Wodka, Pizza. Also, ich weiß nicht, ob das schmeckt, Wodka und Pizza, aber die Ecken sehen schon miserabel aus hier. Wow, schaut euch das an. Übrigens ist das Video hier ein One-Take. Die Scheiben hier sind zersplittert. Ja, nochmal neu aufgesetzt. Die Fassade auch an sich. Die Qualität der Häuser auch. Sehr, sehr dreckig. Hat auf jeden Fall das Ganze im Wedding sehr, sehr nachgelassen. Ja, also, wow. Das sieht hier so aus wie in einem Schlachtfeld. Ja, hier ist weiterhin nichts mehr. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Direkt ins Geschehen. Da, wo die ganzen anderen Häuser sind. Die interessieren mich auch sehr. Diese Gebäude, die direkt am U-Bahnhof Pankstraße sind, da würde ich gerne mal reingehen. Das wäre vielleicht interessanter. Ihr seht ja wirklich, ne, an jeder Ecke. An jeder Ecke, jeder zweiten Ecke ist Müll. Voll viel Müll. Und auch so Fahrräder, die im Arsch sind. Ich würde euch empfehlen, hier eure Fahrräder, allgemein Elektrosachen, Autos oder an sich. Die meisten Autos sind ja elektrisch heute. Okay, Fahrräder sind nicht elektrisch, gibt aber auch schon E-Bike. Ich sage, lasst euren Hab und Gut nicht hier eingeschlossen in Wedding. Würde ich nicht machen. Auch in Köln ist das so eine Sache. Bessert sich alles, auch klar. Die Infra bessert sich. Alles bessert sich zwar, aber ja, woanders fängt es dann wieder an zu kippen. Ja? Schaut euch das mal an. Das sind Steine, die halten nicht mal lange. Ich glaube, ich könnte das auch runtertreten. So. Also ein uralter Zaun drüber.
Ja, also ich weiß nicht. Die tun zwar was, aber das ist das übrigens, was ich gemeint habe. Wo ihr aufpassen solltet. Das Rad ist immer noch angeschlossen. Ja. Was soll ich sagen? Also eure Wertsachen am besten nicht hier irgendwo in der Nähe abschließen oder parken oder. Autos ist ja egal, aber. Ja. Diebstahl ist ja auf jeden Fall auch sehr gut vertreten. Ja. Die Kirche sieht aus wie eine Villa, wie so ein Schloss. Auch sehr interessant. Das ist eine Kirche, sieht aus wie eine Villa. Wow. Auch krass. Die Zäune sind wenigstens hier noch intakt. Ja, wir sind jetzt hier genau direkt davor. Das sind aber auf jeden Fall die zwei Läden. Ich möchte jetzt aber nicht schlecht machen. Akku ist auch sehr lecker, da war ich auch einmal. Aber das war, glaube ich, dieser Laden. Lahala, glaube ich. Yahala heißt der. Der ist wirklich auch sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir auch schon wieder hier an der Badstraße. Und Susanne. Wettinger. Vibes. Sun Tower steht gerade drauf. Ein bisschen Sonnenstudio oder was? Ja. Und hier ist die Straße wirklich immer busy. Es ist immer irgendwas. Ja. Ihr seht ja, Leute hier. So ein bisschen Japan-Vibes, so Lifestyle. Die überqueren hier alle die Straße auf einmal. Ja gut, Japan ist natürlich viel voller. Aber ihr seht, richtig laut. Ihr seht ja, richtig laut. Und Leute wollen einfach voran. Hier wird gehupt, hier wird... das Leben spielt sich hier ab. So, dann nochmal die drei Kollegen von Boateng. Ja. Hinter mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns auch mal demnächst irgendwo mal trauen werden. Einfach mal jemand an der Ampel anzuquatschen und sagen, hey, wo fährst du hin? Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Das könnten wir auch machen. Wäre auch sehr interessant. Tja. Auch hier nochmal, wenn man bemerkt, die Baustellen, neben den Baustellen halt, ist halt eine Nebensache. Baustellen ist klar in Berlin ganz viel. Aber mit den Baustellen kommt auch der ganze Müll. Schaut euch mal um, wieder auf dem Boden. Maske, überall Deckel. Ganz, ganz viele Zigarettenkippen hier. Hier ist auch eine ganz andere Struktur, ja, des Lebens. Also die Leute werfen hier das alles einfach hin. Ne? Schaut euch mal an. Alter, der Fahrrad ist ja komplett am Arsch. Gepäckständer wird als Müll benutzt. Ein paar eklige Ecken haben wir hier auch. Das ist, man sagt halt, ist Wedding, aber muss ja auch nicht sein. Ja. Kommen wir da durch? Eine riesen Baustelle hier übrigens. Die bauen ständig immer in Berlin. Und ja, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir sind jetzt hier auf der Pankstraße. Zwischen der Pankstraße und Badstraße. Jetzt sehe ich auch ein paar Obdachlose, die auch ein bisschen da rumlungern. Das Ganze ist halt nicht so leicht, Freunde. Vor allem nicht in dieser Gegend heutzutage. Es ist einfach, komm, gib mir ein bisschen Kleingeld, ja. Habe ich aufgefangen. Und der Kollege, an dem wir gleich vorbeigehen, Alter, das ist schon nicht mehr normal, also es ist schon kein Spaß mehr, ja. Also, ja, aber ja, Berlin halt, ne. Berlin ist halt Berlin. Geh, Meister. Was für dich. Ja, alles Gute. Mach's gut. Ich meine, seht selber, ich brauche nichts zu erzählen. Heftig, Digga. Heftiger Ort, Alter. Ein super heftiger Ort, Freunde. Der arme Mann, Digga. Ist schon krass. Naja. Die Leute leben trotzdem dennoch weiter. Die Leute sind friedlich. Selbst der Obdachlose ist friedlich, macht sein Ding. Ja. Also hier gibt es ein und andere mal Gewalttaten, natürlich. Ja. Wir sind ja auch hier im blutigsten Bezirk Berlins. Ja, ihr seht ja hier zum Beispiel die Tür. Hat auch schon ein bisschen was mitgemacht. Man sagt ja wirklich, Wedding ist der blutigste Bezirk in Berlin. Und scheint wohl so zu sein. Ich kann da nicht bestätigen, weil ich hier lebe. Ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich lebe nicht in Wedding, aber ich lebe in Berlin. Meine Schießerei, eine Schlägerei ist halt ganz normal für Berlin. Das gab es auch damals in den 90er Jahren.
Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt mehr geworden ist oder weniger geworden. Das kann ich nicht behaupten. Aber ich kann sagen, dass es ein bisschen in den Jahren verkommener geworden ist. Also ein bisschen dreckiger geworden ist, ja. Und hier patrouilliert auch die Polizei sehr fleißig, sehen wir auch zum Beispiel. Ja, da. Die machen ihr Ding. Ja. Auch die Polizei ist hier rundherum sehr viel unterwegs. Ja, der Polizist guckt auch mich an gerade. Aber auch Luxuskarossen hier zum Beispiel aus dem Nichts. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Mischung aus Brennpunkt, soziale Verwahrlosung und aus dem Nichts einfach so ein Wahnsinnwagen. Ja, also hier hast du wirklich alles auf einen Punkt. Verlustängste, weil die Leute ihre Existenzen verlieren. Ja, dann hast du Müllberge an jeder Ecke, so weißt du. Fahrräder ohne Reifen. Und dann hast du so einen Luxustypen. Ja. Und ja, alles aufeinander. Hier gibt es auch schon bald, würde ich sagen, keine Mittelstufe mehr. Allein in Berlin, würde ich sagen, gibt es schon immer mehr Arm und Reich. Die Gesellschaft ist schon sehr, sehr weit gespalten, würde ich behaupten, weil da gibt es schon fast keine Mitte mehr. Ja, ein bisschen Müll noch, ein bisschen, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Ein bisschen Sperrmüll, das ist noch so Glück gehabt. So. An der Ecke ein bisschen was. Und ansonsten, ja, ich mache ja auch nichts schlecht hier. Ich sag ja nur, was hier so läuft. Jetzt kommen wir mal kurz zu den positiven Dingen. Das waren ja so ein paar negative Dinge. Die positiven Dinge sind zum Beispiel in Berlin, im Wedding, im blutigsten Bezirk, laut den Medien. Übrigens, das ist mir egal, sowas sage ich nie. Ja, sowas habe ich auch nie gesagt. Hier gibt es wirklich sehr krasses Essen. Also hier kommt an manchen Stellen, an manchen Orten hier vom Essen, wir sprechen nicht vom Döner, wir sprechen jetzt allgemein Essen, kommt sogar auch Neukölln nicht mit. Hier gibt es sehr, sehr gute Ecken zum Essen. Dafür hat aber Neukölln seine Döner, seine anderen Sachen. Ja? Also jeder Bezirk in Berlin, vor allem ein sozialer Brennpunktbezirk, hat seine Stärken und Schwächen. Ja? Wedding hat zum Beispiel, wenn ihr nach Berlin kommt, solltet ihr nach Wedding gehen. Ja? Wenn ihr einen richtig geilen Döner haben wollt, geht ihr nach Neukölln. Ja? Obwohl Urimbiss auch gegenüber wurde auch zum Beispiel von mir zu der Nummer 1 gewählt. Das ist übrigens gerade hier auch an der Ecke, krass. Hier ist ja wirklich alles nebenan. Das Urimbiss, einer der stärksten Dönerläden in Berlin. Für mich ist das eine 10 von 10. Ja? Und ich würde sagen Top 3. Weil vielleicht hört sich das so ein bisschen komisch an, wenn ich sage die Besten. Es gibt hier einiges. Ich sage nicht direkt die Besten, weil Top 3 auf jeden Fall. Top 3. Die sind unter den Top 3, die Leute. Und hier einfach mal ein Kühlschrank. Wer was braucht? Zack, ein Kühlschrank ist hier bereit. Bisschen verkommen, aber I don't know, bro. Vielleicht braucht ihr sowas, ja. Und das ist halt Wedding so. Wedding macht das aus. Wedding hat seinen eigenen Spot so, seinen eigenen Style und alles, was ihr wollt, kriegt ihr hier. Essen. Wie gesagt, ihr kommt nach Berlin. Wo schmeckt es am besten? Orientalisch, ganz klar, immer nur Berlin, Wedding und Neukölln. Das sind so die zwei Favoriten. Kreuzberg ist mir zu neu geworden. Kreuzberg, Friedrichshain ist mir alles so zu hipster. Nichts gegen die Leute. Zu Schickimicki, einige Sachen auch hier am Kudamm, kannst du auch knicken. Schickimicki, du kriegst 2-3 Nudeln im Teller, 30 Euro und wirst nicht satt. Dann musst du für 100 Euro essen gehen, dann bist du erst satt. Das ist der Kudamm zum Beispiel. Aber hier im Wedding gibst du ordentlich mal 5-6 Euro aus und hast aber richtig viel von. Und du leckst dir deine Finger noch ab, weil das so lecker ist hier. Ja? Die Leute machen hier aus nichts mehr. Die probieren ihr Bestes, weil die halt sogar wenige Mittel haben. Und hier leben nun mal sehr, sehr viele arme Menschen auch, ja? Die am Existenzlimit stehen. Und daher auch die Verwüstung, würde ich sagen. Und daher auch die Infrastruktur nach einigen Jahren. Und natürlich die Hilflosigkeit der Menschen. Ja? Schaut sich das an. Die sind hilflos. Keiner bestellt jetzt irgendwo eine Müllabfuhr, ja, und zahlt dafür noch 30 Euro, damit die BSR das entsorgt, weil die Leute gar kein Geld haben dafür. Die stellen es dann lieber ab und dann ist okay. Weil die haben nun mal keine 30 Euro, damit das abgeschleppt wird. Oder ist ja verständlich, weißt du? Das Ding ist, die haben nicht das Geld dafür, dass sie bei der BSR anrufen und das entsorgen lassen, ja. Die haben einfach nicht das Geld dazu, Freunde. Es gibt zum Teil Familien hier mit 5 Kindern, 6 Kindern, 8 Kindern. Die können jetzt nicht bei der BSR anrufen und sagen, ja, ich würde ganz gerne bezahlen, dass wir das und das entsorgen. Die haben kein Geld dafür. Das müsst ihr so ein bisschen verstehen in die Richtung. Gut, jetzt habe ich eine Sache 10-mal gesagt.
Aber ich glaube, ihr habt mich gecheckt. Ja, wie gesagt, zwischen Armut und Luxuskarossen. Das ist heftig. Aber es ist, wie es ist. Auch hier ein bisschen Salami gegessen. Die Packung einfach weggegangen ist. Ja, alles gut. Auch was ganz stark im Trend ist hier, Secondhand. Ich würde da niemals was anziehen. Nichts gegen die Leute oder Secondhand oder so. Ich würde niemals da irgendwas anziehen, Bro, bei Secondhand. Das ist schwierig. Wenn meine Haut fängt an zu kratzen, ist vorbei. Also wenn sie juckt und so. Aber es gibt Leute, die stehen darauf sehr, sehr hart. Ist auch sehr krasse Mode in Berlin auch. Sehr im Trend. Bisschen die Gebäude so. Kleiner Vibe hier für euch mit 360 Grad. Hier zum Teil auch schon so ältere, abgefuckte Gebäude. Ja, es ist Wedding. Ja, also man darf natürlich nicht alles auf Wedding schieben, aber es ist einfach eine Normalität. Das ist normal hier. Aber man trifft hier sehr nette Menschen und man kann hier sehr gut essen gehen. La Fiamma, Pizzeria. Jetzt kommen wir in eine Ecke hier. Bahar Imbiss. La Fiamma. Und dahin ist Bahar Imbiss. Ah, okay, das ist hier die Ecke Osloer Straße schon. Da waren wir im letzten Video, Soldiner Straße. Das ist halt Berlin, Freunde. Osloer Straßenvibes. Bahar Imbiss, nur 3 Euro, Alter. Wollen wir da mal rüber? Das ist so ein Angebot, wo man sagt, heftig. 3 Euro. Ja, ja, die Leute gehen, leben hier. Die gehen arbeiten, gehen zur Schule, die Kids. Alles sehr, sehr friedlich. Ja. Und hier sind schon so ein bisschen neuere Gebäude, die wir sehen. Gegenüber so in Pink. Das sind schon so neue Gebäude. Neu aufgezogen, neu aufgebaut. Wie auch immer. Naja. Ich überlege, sollen wir zum Kollegen essen gehen? Söhner oder sollen wir hier einen Döner ausprobieren? Einfach so in der Ecke. Ja? Von daher. Döner 3 Euro, sehr, sehr interessant. Ja. Hallo. Aber da steht 3,50 schon drauf. Verzeihung, ist euer Döner immer noch 3 Euro oder 3,50? Alles klar. Ich glaube, der hat keine Zeit. Ist euer Döner immer noch 3 Euro oder 3,50? Nein, 3,50 ist nur donnerstags und 3 Euro ist Schülerdöner. Der normale kostet. Ach, der Schülerdöner, alles klar. Ja. Sehr interessant, danke. Ja, wir gehen weiter. Ein paar Jugendliche, die Langeweile schieben. Ja, wir gehen weiter. Der neben fand ich nicht so aufmerksam. Der hat mich eher ein bisschen ignoriert am Anfang. Also essen wir dann nicht. Wir gehen zum Kollegen, zum Söhner. Also die besten Läden hier in der Ecke, das sind wirklich nur Söhner und Ur-Imbiss. Das sind so die besten zwei Favoriten hier. Woanders würde ich mich nicht trauen zu essen, weil ich die nicht kenne. Sowas. Ansonsten, alles okay, Freunde. Bellermannstraße. Also das mit den Preisen und Döner ist doch alles teurer geworden. Das war jetzt ein kleiner Mini-Döner, Schüler-Döner nennt man das. 3 Euro wollte ich dafür haben. Daher das ganze Video ein One-Take wird, werde ich ihn nicht schneiden. Ja. Ich bin ja auch nicht... Bitte? Ja, sehr gerne. Was hast du Interessantes zu zeigen? Hast du ein Talent? Ja. Nicht? Okay. Ja, das sind halt Kids. Nicht ernst nehmen. Alles gut. So, meine lieben Freunde. Wie gesagt, ich war jetzt nicht angepisst oder so, aber der hat mich ja nicht mehr beachtet. Der hat zwar gesehen, ich bin da, und hat gesagt, ja. Dann gehen wir natürlich weiter. Wir wollen ja niemanden, wir wollen uns ja niemanden aufdrehen. Was ist das denn hier? Bellermann? Bellermann Prinzenallee. Okay. Auf der Bellermann Prinzenallee. Hier sieht auch der Döner sehr, sehr gut aus. Das ist der Döner Korb. Achso, das sind die verschiedenen Dinger. Wie steht der? Wie heißt der? Kirk? Ich kann das nicht mal lesen, Digi. Aber hier sieht der Döner auch sehr gut aus. Ich
kann den Namen nicht lesen. Ich kann den Namen nicht, leider nicht lesen. Verzeihen, können Sie das lesen? Können Sie das lesen? Nicht? Nee, ich auch nicht. Frag ja noch, alles klar. Ja, also es wäre vielleicht schon besser, auf Deutsch das Ganze hinzuschreiben. Hier noch ein bisschen weit. Ein kleines bisschen. Naja. Der Wedding bei die Freunde. Naja, zurück zum Söhne. Und zwar geht es da ganz vorne hin. Und dann würde ich sagen, ist unsere Reise auch schon beendet. Weil Papa hat schon wieder Hunger, Freunde. Ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Naja. So ist das Leben hier in Wedding. Sehr, sehr bunt, sehr, sehr impulsiv. Sehr, sehr freundlich, auch wenn ein paar Blicke da sind. Ja. Und hier ist der Ur-Imbiss. Der Döner ist hier sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Das ist meine Top 3 in Berlin. Ur-Imbiss. Wir gehen jetzt aber weiter, da wo wir essen werden. Letztens habe ich hier schon gegessen. Ja. Wir gehen weiter hier in die Badstraße rein. Und gehen zum Söhner heute. Ich passe bei Sucuk eigentlich immer mehr auf, weil meine Magensäure, wie gesagt, Onkel ist schon alt, Freunde. Zehn Leute dachten, was geht bei dem? Ja, und hier einfach aus dem Nichts eine Couch oder was? Ja, na gut, dann machen wir uns mal ein bisschen gemütlich, nur so ein bisschen. Ja, das ist halt Wedding, Bro. Ist halt. Der Vibe ist halt einfach eine Couch aus dem Nichts, so weißt du? Ruhen wir uns kurz mal aus, warum nicht? Ganz kurz. Das ist der Wedding-Vibe. Einfach eine Couch auf der Straße. Gefällt mir wirklich. Oh, was soll ich sagen, Alter? Kommt mir auch gerade sehr gut gelegen so. Passt. Kommt mir passend mit der Couch hier. Vielleicht gesellt sich ja noch jemand dazu oder was? Man weiß nicht. Ja, vorne. Ich glaube, die Pause war okay. Wir gehen jetzt weiter, oder? Oh, fuck, Bro. Mein Rücken zeigt schon sowas, ne? Ja, ansonsten hier so die Läden. Wir warten kurz, bis die zwei Frauen noch vorbei sind. Und dann gehen wir auch noch weiter. Zum Söhner. Ja. Söhner hier um die Ecke. Nicht so weit weg. Vielleicht 20 Meter, 30 Meter. Von daher gehen wir da was essen gleich. Easy. Mag sich noch jemand dazu gesellen? Vielleicht frage ich noch jemanden auf der Straße. Vielleicht kann er mir was von seinem Leben erzählen. Wie ist das Leben hier in Wedding? Ja, kann ja sein, dass jemand darüber sprechen möchte. Und ja, hallo. Ach, ist Ihre Couch? Hä? Ist Ihre Couch? Ja. Oh, tut mir leid. Ich habe mich nur ausgeruht gerade. Kurz Pause gemacht. Ja. Danke, danke. Das kam so gelegen, aus dem Nix. Ja. Dankeschön. Okay, wir gehen weiter, aber wir haben ein bisschen Pause gemacht. Ja. Und ja. So ist das, Freunde. Couch-Vibes. Der hat sich gewundert, warum sitzt er sich hier hin? Warum sitzt er sich auf meine Couch? Halt? Ein bisschen Müll gesehen, wieder ein bisschen Plastik. Ja. Die Tags ballern, wa? Hast du nichts? Wie geht's? Alles gut? Grüße gehen raus, mein Lieben. Ich hab schon wieder Hunger, Freunde. Und wieder erkannt, wo man raus? Was geht denn hier? Spielplatz? Nee, sieht nach einer Institution aus. Da gehen wir nicht mehr hin. Also, boah, was geht ab mit dem Roller? Da fehlt auf jeden Fall das Tacho. Ja. Hier wurde geklebt, ballert. Was schätzt ihr, was kostet dieser Roller hier in Wedding?
Was würde er mich hier kosten? Der fährt doch damit, oder? 100%. Der Roller ist halb tot, Mann. Ja, naja. Oh, die macht frisches Brot hier aus dem Nix. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Badstraße, Freunde. Sind wir überhaupt auf der richtigen Seite hier? Wo ist die Söhne? Ich glaube, dahin. Egal, wir waren ja jetzt hier. Eine Straßenseite, andere Straßenseite. Nochmal direkt vor der Oslo. Boah, das muss ich euch auch noch zeigen, kurz mal. So eine Einfahrt ins Haus, Garagenhaus. Und dann einfach hier die Ecken. Wunderschön, Freunde. Das muss ich euch mal zeigen. Babam. Digga, Alter. Digga. Auch wieder offen. Was geht ab, Digga? Alle Haustüren sind offen hier. Aber wir waren ja schon drin. Ja? Von daher gehen wir da nicht mehr rein. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Das Video soll nicht eine Stunde gehen. 35, 40 Minuten reichen. Ja, ey, Wedding ist wirklich sehr, sehr spannend. Man kann hier so viele Sachen entdecken, ist unglaublich. Das ist so der Vibe. Der Wedding-Vibe. Ja. Super interessant. Schön. Aber das sieht schön aus. Das sieht gut aus. Der Kollege von vorhin, bei dem wir einen Euro gegeben haben, da hinten, über die Straßenseite. Ich hoffe, denen geht's gut, Alter. Voll Lust auf eine Wassermelone aus dem Nichts. In so ein Gebäude müssen wir mal rein. Ja, da wo ich nicht da wo ich vorher war, sondern hier so. Das ist hier der Wald. Hier so. Hier müssen wir mal rein. Das sind die Gebäude, Freunde. Das ist hier so Punk-Vibes. Ja? Punkstraße. Vielleicht kommen wir ja in so ein Gebäude rein. Barbershops. Polizei-Vibes. Der Mann macht immer noch sein Ding. Guten Tag. Sehr freundlich. Er sagt Hi. Haben die Baba Dönerladen. Hier ist hier natürlich mehr Traffic. Selbst die Polizei geht hier essen. Mitten im Leben, Freunde. Mitten im Leben. Bunt, schön, laut, impulsiv, lecker. Alles drum und dran. Alles auf einmal. Schön. Alles. Der Polizist ist fasziniert, wa? Bei dem Dönerland. Badstraße fahren. So. Ich würde sagen, ja, wir gehen kurz mal, genau, wir gehen mal kurz weiter in die Richtung. Genau, da wollten wir mal hin. In Richtung Söhner. Und dann, ich muss erst mal gucken, wo bin ich hier? Ich muss mich orientieren. Wo war der Laden? Ja, ja, hier, das war hier. Alles klar. Ja, wie gesagt, schrill, bunt, laut, international, impulsiv. Was gibt es hier noch? Lecker, würde ich das mal beschreiben. Also das Essen ist wirklich sehr lecker hier. Ein wenig soziale Verwahrlosung, aber hier ist auch eine sozial schwächere Schicht, wie gesagt. Ob es jetzt der blutigste Bezirk ist, weiß ich nicht, würde ich nicht bestätigen. Aber die sind hier auf jeden Fall ein bisschen ärmer dran. Und ja, daher erkläre ich mir das auch mit dem Sperrmüll. Die rufen nicht bei der BSR an und sagen, ja, holen Sie bitte mir meinen Müll ab und zahlen dafür 30 Euro. Nein, die machen dann eher, die stellen es vor die Tür. Hey, Nico, mach ein gutes Schlaf, Mann. Naja. Schon laut hier, Traffic ohne Ende. Freunde, das war jetzt so ein bisschen hier ein kleiner Einblick von der Punkstraße. Wenn ihr wollt, komme ich hier öfters mal her. Hier gibt es sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Vielleicht machen wir 3 Tage Punkstraße, 24 Stunden, 48 Stunden. Dann lungere ich hier wirklich den ganzen Tag herum. Hier passieren schon einige Sachen, Unfälle, Diebstähle, keine Ahnung, alles was ihr wollt. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier in der Hood offiziell. Von da kam ich ja auch. Die Gebäude sehen schon krass aus. Hier nochmal die Boateng-Brüder. Und
immer wieder gerne. Ich komme immer wieder gerne her. Das war's. Einmal in die Kommentare, was ihr drüber denkt. Und verzeiht mir meine Titel, wenn ich so eine catchy Titel habe, um Leute auf meinen Kanal zu locken. Aber irgendwie muss man ja weiterkommen, oder? Ab und zu Clickbait ist nicht schlimm. Ich mache das nicht immer. Außerdem biete ich euch auch ein bisschen was. Ja? Also ich zeige euch wirklich Berlin, wie Berlin ist. Freunde, wir sind draußen. Danke fürs Folgen. Ich würde sagen, auf die nächste Story, auf die nächste Reise. Je nachdem, wo es mich hinschlägt. Mein Name ist J6, All in the Mix. Das war's mit dem Video. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich sehe meine Statistik vor allem, sehe ich immer bei mir in der Einstellung, dass über 70% zurückkommen, aber nicht abonniert haben. Ändert das heute. Wenn ihr euch ändert, ändert sich mein Kanal. Es ist nicht so schwer. Es ist auch kostenlos. Folgt mir auf Instagram und alles weitere ist unten verlinkt in meiner Infobox. Ich kann nicht mehr reden, ich habe Hunger. Folgt mir auf Instagram und auf meinem zweiten Kanal. Ich habe noch einen zweiten Kanal, da mache ich auch noch was richtig Cooles. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss aus Wedding, Berlin-Pankstraße.